Zinster Straße im Berliner Stadtteil Hohenschönhausen. Hier beobachtet eine Anwohnerin, wie zwei Männer aufeinandertreffen und kurz miteinander reden. Dann plötzlich zieht einer die Waffe und gibt mehrere Schüsse auf den anderen ab. Der Mann wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er schwebt in Lebensgefahr. Bei den Getroffenen handelt es sich um den 47-jährigen Präsidenten der Hells Angels Berlin Nomads, die jetzt offensichtlich übergetreten sind zu den Hells Angels East District. Vor 3 Jahren wurde der Mann schon einmal Opfer eines Überfalls im brandenburgischen Finofurt. Damals vermutlich bei einem Angriff der Bandidos. Hinweise auf den Täter jetzt hat die Polizei noch nicht. Nach dem Verbot der Hells Angels Berlin City durch den Innensenator der Hauptstadt hatten sich die Rocker gespalten und neu organisiert. Geblieben ist ihre Gewalt. Zum Hintergrund der nächtlichen Schüsse äußert sich die Polizei nicht. Das wäre reine Spekulation. Einmal mehr hinterlässt der Krieg zwischen den Rockerbanden eine Blutspur.